Kollege Albani, ich war allerdings ein bisschen überrascht, dass Sie den zweiten Aspekt, der aus unserer Sicht ja auch ebenso wichtig ist wie der erste, Long-Covid, haben Sie mehrfach erwähnt eben in Ihrem Redebeitrag. Aber Sie beziehen sich ja auch auf die Impfschäden, die inzwischen, ne, steht ja auch mit drin, hinter den auch vom Paul-Ehrlich-Institut inzwischen konstatierten schweren Verdachtsfällen auf Impfnebenwirkungen, das geht ja in die Zehntausende. Hinter jedem dieser gemeldeten Fälle steht ja ein individuelles, schweres Schicksal. Und im Unterschied zu denjenigen, die an Long-Covid erkrankt sind, unter Long-Covid leiden, haben es diejenigen, die an Impfschäden leiden, nach wie vor extrem schwer nachzuweisen, dass die Gesundheitsbeeinträchtigungen, unter denen sie leiden, tatsächlich von der Impfung herrühren. Da wäre natürlich eine klare Definition, eine klare Klassifizierung des Krankheitsbildes, des Syndroms, das es noch nicht in der erwünschten Deutlichkeit gibt, sehr von Vorteil, dass nicht diejenigen, die unter der Impfung leiden, also krank sind, hier auch noch selber den Beweis erbringen müssen und in einen Marathon durch die Gerichte und von Arztzimmer zu Arztzimmer gescheucht werden. Ebenso fällt natürlich auf, dass im Bereich zu Long-Covid tatsächlich auch schon eine erhebliche Forschung läuft, angestoßen worden ist. In diesem anderen Bereich der Impfschäden würden wir uns, wie gesagt, noch mehr wünschen. Was wir, glaube ich, in dieser Debatte auch mal ansprechen müssen, ist der Umstand, dass ja die Unternehmen, die die Impfstoffe hergestellt haben, erhebliche Gewinne gemacht haben. Das ist ja letztlich auch Steuergeld, was in diese Unternehmen geflossen ist. Allein BioNTech hat ja im Verlauf der Jahre 21 bis 23 über 20 Milliarden, nicht Umsatz, sondern Gewinn gemacht, meine Damen und Herren. Über 20 Milliarden, das entspricht unserem kompletten Haushalt für Bildung und Forschung. Da fragt man sich dann schon, ob nicht die Unternehmen, die mit den Impfstoffen Geld verdient haben, nun auch einen kleinen, bescheidenen Anteil, Kollege Albani sprach von Millionenbereich, 10 Millionen bis zu 100 Millionen. Das wäre im Vergleich zu diesen gigantischen Gewinnen ein Klacks. Ja, ob nicht ein kleiner Anteil davon auch in die Erforschung dieser Impfschäden fließen könnte. Leider sind hier sehr schlechte Verträge geschlossen worden. Daran ist auch die CDU-Kollegin von der Leyen schuld. Das sind regelrechte Knebelverträge, aus denen man jetzt schlecht wieder rauskommt. Hier ist dringend eine Nachverhandlung notwendig. Die CDU bzw. CDU-Mitglieder haben ja leider auch viel zu dem Problem beigetragen, vor dem wir jetzt stehen. Vielen Dank.